Ich selber hätte mir das niemals vorstellen können, dass ich einmal Muslim werde. Wenn mir das einer mit 16 Jahren gesagt hätte, never, niemals. Ich hätte Geld drauf verwettet, alles mache ich. Ich färbe mir die Haare grün oder irgendwas, aber ich werde doch nicht Muslim. Ich bitte dich. Ja, aber es ist locker. Irgendwann, du siehst die Leute, die manchmal nach 10 Jahren zur Religion zurückkommen. Aber irgendwas zieht sie dahin, irgendwas finden sie dort. Du änderst dein Leben komplett. Ich habe 18 Jahre vorher gelebt wie ein ganz normaler 18-Jähriger. Ich war Don Juan früher. Hä? Also ich war mit Mädels unterwegs und so weiter. Also wenn ich euch, ich erzähle nichts darüber, da passt nämlich in die Moschee. Aber ich hatte einen sehr, sehr anderen Lebensstil. Und dann kommt diese Offenbarung und sie trifft einfach etwas und ich werfe das alles weg. Alles. Wo gibt es so etwas? Allah hat dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam etwas mitgegeben, was dazu in der Lage ist, einen Menschen so zu ändern. So zu ändern. Die Leute kommen nach 10 Jahren zurück zur Religion und sie machen das einfach. Manchmal gegen den Widerstand der Eltern. So schwer für sie zu Hause, aber sie machen das trotzdem. Damals haben die Menschen sich foltern lassen, nur wegen dieser, die haben das angenommen und sie wussten, was ihnen blüht. Sie haben das trotzdem gemacht. Kein normaler Mensch macht solche Dinge. Irgendwas hat sie so magisch angezogen, dass sie gesagt haben, sie müssen das Ganze annehmen. Und selbst wenn wir gefoltert werden, selbst wenn wir mit dem Leben dafür bezahlen, dann machen wir das trotzdem. Du hast nichts auf dieser Welt, für die das macht. Aber dafür machen die Leute das. Damals weiß ich noch, als ich Muslim geworden bin, es hätte mich nichts abgehalten davon. Nichts. In diesem Augenblick hätte jemand mein Leben bedroht, ich hätte gesagt, es ist mir ganz egal, was du machst. Ganz egal.